Entschuldigung, Giesecke. Ja, was ist denn los? Sie gestatten doch, dass ich diesen Herrn an Ihren Tisch setze. Wir erwarten nämlich einen Massenansturm. Ja, also wenn es sein muss. Es muss. Der Herr ist nämlich auch aus Berlin. Was? Sie sind Berliner? Ja, sozusagen Wahlberliner. Ich höre ja. Ich freue mich über jeden, solange er nicht Dr. Siedler ist. Nein, der Herr Doktor heißt Anders. Oh, angenehm, Dr. Anders. Ich höre auf den Namen Wilhelm Giesecke. Haben Sie noch nichts von meinem Haarwuchsmittel-Schatzentoast gehört? Nicht, dass ich wüsste. Ja, Sie haben es ja auch noch nicht tätig. Übrigens, meine Tochter Brigitte. Nannten Sie vorhin nicht den Namen Dr. Siedler? Ja. Kennen Sie den etwa? Oh, nur ganz flüchtig. Oh, ich sage Ihnen, das ist der größte Halunke, der rumläuft. Ha? Lesen Sie mal den unverschämten Brief, den mir der Kerl geschrieben hat. Papa, du belästigst Dr. Anders mit deinen Privatangelegenheiten. Kind, misch da nicht in meinen Ärger. Liegen Sie ruhig reden. Das ist sehr interessant. Ich bin nämlich auch Rechtsanwalt. Das ist ja umso besser. Vielleicht engagiere ich Sie so, ja. Dann werden wir diesen verdammten Dr. Siedler mal gehörig einhalten. Mich einlegen. Dr. Siedler? Entweder habe ich nicht richtig gehört oder ich habe einen Sonnenstich. Das war es doch, was ich Ihnen vorhin sagen wollte, Herr Giesecke. Sie sind Dr. Siedler? Und Sie haben die Frechheit, mich und mein armes, unmündiges Kind unter falschem Namen auf den Arm zu nehmen und sich auch noch mit uns zu verloben? Herr Giesecke, bitte hören Sie mich einen Augenblick nur an. Nee. Mit Ihnen verkehre ich bloß schriftlich. Und denn auch bloß, wenn ich muss. Komm, Brigitte. Aber Papa, nur weil er unser Gegenanwalt ist? Was denn, willst du den vielleicht noch in Schutz nehmen? Aber er kann doch nichts dafür. Also Schluss, jetzt noch bin ich erziehungsberechtigt. Komm, los. Ich danke Ihnen, dass Sie mir die Augen geöffnet haben. Ja, bitte sehr, bitte gleich.